Du hast gesungen hier Adina, Mimi, Michaela, Lucia, Traviata, Donna Anna. I hope I don't forget anything. Sonnambula. Danke. Why Anna Bolena? What you like on this part? Why you decided because to do it? Because you ask me so. I never. You do all what he asks you. Du machst alles, was man von dir verlangt. You ask with a smile. Yeah. No, honestly, I don't know. I just, I love Donizetti. I actually never heard this opera. It's one of the most beautiful ever written and dramatic and gorgeous, beautiful opera. And we are happy here to work on it. The work is very intense. We have a great cast and we like in the middle of the process. Grab me and I can say this in your face. Essa può darmi morte, ma non infamia. If you want, I mean, not here. Die beiden sind verheiratet. Er liebt sie nicht mehr. Er liebt eine andere. Die andere will ihm aber nicht hörig sein, wenn er sie nicht heiratet. Folglich entschließt er sich, seine Frau töten zu lassen. Dafür braucht er einen Grund. Den Grund findet er in ihrem früheren Liebhaber Lord Percy, mit dem sie wirklich früher vor der Ehe etwas hatte, jetzt aber nichts mehr hat. Er holt den Percy aus der Verbannung her, erwischt sie zusammen, obwohl sie unschuldig sind, und verurteilt alle zu Tode. Audace, Donna, audace. Essa può darmi morte, ma non infamia. Rossi Lemeni, Remi, tutti i grandi bassi hanno fatto questa parte. Lo fai per questo? Ma lo faccio prima di tutto per una voglia di scoprire nuovi ruoli e di crescere, perché credo che un musicista debba sempre avere la possibilità di arricchire il proprio bagaglio culturale. Hai rispettato il regio grado tu. Ecco veniva, sposo in grado, Man kommt nicht vorbei an Elisabeth Kuhlmann. In der Anna Bolena Premiere singt sie sogar die Rolle eines Mannes. Nicht, weil es keinen Mann gegeben hätte, dafür, aber die Rolle des Pages Smeton, der die Anna Bolena liebt. Es ist ihre erste Belcanto-Rolle. Ja. Warum Donizetti? Ja, darüber freue ich mich ganz besonders, weil für mich ist wichtig, meine Stimme flexibel zu halten und auch ein breites Repertoire zu bedienen. Nächstes Jahr werde ich sogar eine Monteverdi-Rolle singen und ich habe Aribert Reimann gesungen. Also ich habe 500 Jahre Musikgeschichte abgedeckt. Für mich ist das wichtig. Eric Genovese, meine Damen und Herren. Eric Genovese ist der Regisseur dieses Dramas. Er ist Mitglied der Comédie Française, hat Rigoletto, Così fan tutte inszeniert und andere musikalische Werke. Er ist Schauspieler und Regisseur. Das ist sein Debüt an der Wiener Staatsoper. Warum Anna Bolena? Pourquoi Anna Bolena? D'abord, on me l'a proposé. Wenn man es mir vorgestellt hat. Ja. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Es war nicht seine Idee. Je pense que si Dominique Meyer m'a proposé de monter Anna Bolena, c'est probablement parce que les contraintes du bel canto, souvent, sont d'essayer de trouver la théâtralité à l'intérieur de ces grandes codes et conventions de la musique. You love her and you hate her. It's never a zero. Ich sehe hier zwei Damen in Schwarz, schauen sehr wichtig aus. Das sind Regieassistentinnen. Was macht ihr eigentlich? Also bei Neuproduktionen sind wir in erster Linie dafür da, dass wir in einen durchschossenen Klavierzug. Durchschossen? Ja. Was heißt ein Klavierzug, der immer eine leere Seite daneben hat.
Aha. Ja, aber wenn ein Buch eine leere Seite hat, dann heißt es durchschossen. Ja. Man lernt was in der Staatsoper. Ja. Jawohl. Sind wir in erster Linie dafür da, dass wir mit dem durchschossenen Klavierstück hier sitzen und alles mitschreiben, was passiert in diesen Stellproben. Und warum und warum es passiert. Das, ja? Weil, wenn die Premiere vorbei ist und der Regisseur immer wieder weg ist, wird es ja wieder aufnehmen. Und dann machen wir die Arbeit des Regisseurs mehr oder weniger. Aha. Also wenn der Regisseur weg ist nach der Premiere, und die meisten Regisseure kommen ja nach einer Premiere nie wieder, manchmal Gott sei Dank, manchmal leider, meistens Gott sei Dank, dann sind Sie dafür zuständig, dass jene Sängerinnen und Sänger, die nicht geprobt haben, also die nicht die Premiere gemacht haben, sich zurechtfinden. Genau. Ganz wichtig ist bei der Diagomi. Weil oft werden Dinge natürlich verändert und dann müssen wir das benutzen. Verehrte Fernsehzuschauer, auch die Schlangen, die Stehplatzschlangen bei der Staatsoper sind eher kürzer geworden und die Anstellungszeit ist auch kürzer geworden. Gehen Sie oft am Stehplatz? Mehrmals die Woche. Also ich gehe Montag, Mittwoch und Freitag. Seit wann stehen Sie hier oder sitzen Sie seit hier? Seit 11 Uhr vormittags. Also ich bin um 12 gekommen. Ja, aber das aber sind doch Leute, das ist um 8 gekommen. Um 8? Ja. Und das erzählen Sie mir als eine Sensation. Und ich sage Ihnen, dass ich hier gestanden bin, als ich nach Wien kam, die ganze Nacht. Also wer da um 10 oder um 12 kam, am Tag der Vorstellung, haben wir gedacht, na jetzt. Drei Stunden vor Vorstellungsbeginn wird die Türe zur Straße aufgemacht. Dann steht man noch eine Stunde, bis man die Stehplatzkarte, Parterre, Balkon oder Galerie kaufen kann. Und dann rennt man, wie man kann, so schnell, um die besten Plätze zu bekommen. Wer zuerst kommt, hat den besseren Platz. Und dann, zwei Stunden nachher, beginnt die Vorstellung. Dass da manchmal Keilereien entstehen und Kämpfe entstehen zwischen feindlichen Mächten, die den Stehplatz besetzen und den Stehplatz besuchen, das haben Sie auch gesehen. Guten Abend an diesem hitzigen Abend offensichtlich schon. Ich hoffe, die Gemüter werden sich wieder beruhigen. Verehrte Fernsehzuschauer, das ist ein einmaliger Anblick, bitte. Seien Sie sich dessen bewusst. Ein ehemaliger und ein amtierender Direktor der Wiener Staatsoper zusammen auf der Bühne dieses Hauses. Seitdem dieses Gebäude besteht, also seit 142 Jahren, wurde Anna Bolena von Donizetti in diesem Haus nicht gespielt. Du bist der erste Staatsoperndirektor in der langen Geschichte des Hauses, der diese Oper bringt. Warum und warum jetzt? Ich dachte, es wäre doch schön, wenn die Wiener einmal diese schöne Anna Bolena hören könnten. Es ist für mich wirklich ein sehr schönes Stück. Natürlich ist es sehr schwierig, und jetzt zu singen. Die zwei Hauptrollen sind ja extrem groß und schwierig. Auf einmal bin ich dazu gekommen, dass ich die Lina Garancia und die Anna Netrebko zusammen haben konnte. Und das war ganz genau in dieser heutigen Es gibt Periode. Ja nicht so viele Opern, wo man zwei solche Sängerpersönlichkeiten zusammen besetzen kann. Zuerst, und dann ist es noch eine Seltenheit, dass sie gleichzeitig verfügbar sein. Berühmt wurde die Oper erst 1957 mit dieser Aufführung an der Mailänder Scala in der Regie von Visconti, nicht mit Callas, Simeonato und so weiter, von Gavazzini dirigiert. Und dann haben ja alle großen Diven, Caballé, Sutherland,
Ja, es wurde aufgenommen, es wurde überall gespielt. Nicht viel gespielt, nicht sagen wir, weil natürlich gibt es in jeder Generation kaum eine Besetzung, die das wirklich also auf sehr hohem Niveau singen kann. Natürlich ist es sehr berühmt geworden, weil die Kallas das gemacht haben. Verehrte Fernsehzuschauer, eine einmalige, eine wirklich welteinmalige Einrichtung ist das, was Sie hier sehen. Die Menschen kommen vorbei, setzen sich, stehen, hören und sehen die Vorstellung auf einem Bildschirm. Als ich das vor 2 Jahren versucht habe, hier zu machen, waren alle dagegen. Jetzt war niemand in dieser Stadt dafür und jetzt hat jeder es erfunden, von der Ministerin abwärts lobt sich jeder selbst, dass man das den Wiener gegeben hat. Es ist wunderbar, dass man 5 Monate bei Schönwetter und auch nicht bei Schönwetter einen ganz großen Anteil von Vorstellungen übertritt. Und es ist wirklich Oper für alle. Verehrte Zuschauer, das war Anna Bolena, erstmalig an der Wiener Staatsoper. Die Sänger, der Dirigent, alle sehr erfolgreich. Anna Nedelko hat eine meiner Meinung nach ganz außerordentliche Leistung gebracht. Jetzt sind die Regisseure da. Ein Buchkonzert. Ich bin nicht sehr erstaunt. Es spricht ein bisschen für das Publikum, dass man uralte Szenierungen doch nicht akzeptiert, dass man nicht nur das Gefällige will, dass man doch die Regie als einen kreativen Akt sieht. Das Publikum tobt, obwohl auf der Bühne außer der großartigen Leistung der Sänger gar nichts geschehen ist. Danke Ihnen vielmals, gute Nacht, bis demnächst. Man muss den Leuten schon sagen, sie sollen nicht so laut sein. Komm, in 3 Minuten sind wir fertig. Die übertragen ja nicht, was? Na bitte, komm. Also ihr schneidet das irgendwie. Nein, ich brauche nichts. Ich will da noch nicht mich wichtig machen. I want to go to Cantina. Let me be difficult star. Coffee break. No, but only to understand. Besser kann ich es jetzt nicht. Dankeschön. Punkt.